Hey, da bin ich wieder. Leute, ich habe heute einen ganz heißen Tipp für euch, denn ich helfe euch heute dabei, den perfekten Stromtarif abzuschließen. Lust? Dann los! Ich bin Mia und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr keines meiner Videos. Also, vor ein paar Tagen hat mir ein Freund an der Uni erzählt, welchen Stromtarif er hat. Er hatte Post bekommen, Werbung von einem Stromanbieter. Und der Wortlaut war ungefähr, der günstigste Strom, den es am Markt gibt. Oder so ähnlich. Dann ist er auf die Website von dem Stromanbieter gegangen und hat da einen Vertrag abgeschlossen. Ganz pauschal. Ohne sich zu überlegen, welchen Stromtarif er eigentlich wirklich braucht. Er wusste noch nicht mal, wie hoch oder niedrig sein Stromverbrauch eigentlich ist. Sondern er hat einfach einen Vertrag mit dem günstigsten Strom am Markt abgeschlossen. Ganz ehrlich, Leute, das war nicht so sonderlich schlau von ihm. Aber ich erzähle euch mal, wie ich meinen Stromtarif rausgesucht habe. Zuerst habe ich rausgefunden, wie hoch mein Stromverbrauch in meiner neuen Wohnung voraussichtlich sein wird. Das ist gar nicht so einfach, wenn man in die erste eigene Wohnung zieht. Ihr wollt wissen, wie ich das gemacht habe? Ich habe gegoogelt und mir eine coole Übersicht erstellt. Und wenn ihr wollt, dann findet ihr die hier. Euren Verbrauch müsst ihr deshalb kennen, weil ihr den beim Vertragsabschluss angeben müsst. Das ist die Strommenge, die ihr für ein oder zwei Jahre einkauft. Aber verbraucht ihr mehr als gedacht, droht euch eine fette Nachzahlung bei der nächsten Rechnung. Deswegen lieber gleich richtig schätzen. Als nächstes habe ich mir überlegt, was für einen Strom ich eigentlich haben will. Schnell war klar, Ökostrom, aber erschwinglich. Wie macht ihr das eigentlich? Nutzt ihr schon Ökostrom? Das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich wollte zum Ökostrom dann noch eine Preisgarantie. Wenn ihr euch die vom Stromanbieter holt, heißt das, dass euer Strompreis für eine festgelegte Zeit nicht teurer wird. Ganz egal, ob der allgemeine Strompreis steigt oder nicht. Echt total praktisch, oder? Und dann habe ich mir noch überlegt, dass ich einen Anbieter will, wo ich sicher sein kann, dass es den in den nächsten paar Jahren wirklich noch gibt. Mit all meinen Kriterien für meinen perfekten Stromtarif bin ich dann auf die Website von dem Anbieter gegangen, den ich haben wollte, und habe mir da den passenden Tarif ausgesucht. Eigentlich ganz einfach, oder? Mein Freund an der Uni hat dann ganz schön geguckt, als ich ihm erzählt habe, was mein Stromtarif alles kann und was ich dafür bezahle. Seiner war am Ende dann doch nicht der günstigste am Markt. Nun hängt er da drin, bis die Vertragslaufzeit um ist. Naja, beim nächsten Mal kann er es mit meinen Tipps auf jeden Fall besser machen. Also hier meine Tipps für euch, wenn ihr einen Stromvertrag abschließen wollt. Überlegt euch, welchen Strom ihr haben wollt, zum Beispiel Ökostrom. Wählt online einen Anbieter aus, dem ihr vertraut. Dort gebt ihr euren Verbrauch ein. Tipps dazu findet ihr in meiner Checkliste. Überlegt euch, ob ihr eine Preisgarantie möchtet. Wählt online den Tarif, den ihr haben wollt. Und wenn ihr den Vertrag abschließen wollt, dann braucht ihr eure Zählernummer und die steht auf eurem Stromzähler. Wenn ihr euren neuen Vertrag abgeschlossen habt, dann überprüft nach ein paar Monaten, ob euer Verbrauch und damit der Abschlag auch wirklich passt. Wie ihr das macht, das seht ihr in meinem Video zum Abschlag. Gut Leute, das war's. Wenn ihr mehr solcher Tipps und so weiter haben wollt, dann folgt mir doch einfach. Ich freue mich schon auf das nächste Video. Bis dann, tschüss, eure Mia.